Eigentlich wollte ich ja auf meinem alten Windows-PC Pure OS installieren. Der Hintergrund ist der, dass mein Windows-PC den Geist aufgegeben hat, weil er nicht in der Lage ist, ein Funktionsupdate nachzuinstallieren. Alle Reparaturversuche, die ich unternommen habe, sind gescheitert, also mit ISO nochmal neu installieren, mit Stickbooten und neu installieren hat alles nicht geklappt. Bin jetzt also dazu übergegangen, ein Linux-System zu installieren. Mein erster Versuch war Pure OS gewesen. Das ist leider gründlich schiefgegangen, dazu schau einfach mal in die Infokarte, da gibt es ein separates Video dazu, warum ich Pure OS nicht benutzen werde. Ich gehe jetzt also über zu Linux Mint und nutze das Cinnamon Desktop. Das Cinnamon Desktop eignet sich im Grunde für alle PCs, die jetzt nicht ganz so alt sind. Den ich jetzt hier zum Beispiel benutze, der ist gerade so zwischen 5 und 6 Jahren alt und ist damit völlig okay für das Cinnamon Desktop vorbereitet. Ist die Hardware wirklich schon grottig alt, also so 10 Jahre oder so, dann sollte man wirklich eine andere Desktop-Umgebung benutzen. Oder Desktop-Oberfläche ist da der genauere Begriff für. Nach dem Intro fange ich an, das Teil auf einen USB-Stick zu packen und wir werden auch nochmal die Signaturen prüfen. Damit jetzt hier keine Wartezeiten im Video entstehen, habe ich schon mal alles runtergeladen. Ich packe dir die Links in die Videobeschreibung, im Grunde musst du nur auf die Linux Mint Webseite gehen, hier oben Linux Mint 20.1 auswählen und hier habe ich die Cinnamon Edition ausgewählt und dann über den deutschen Server heruntergeladen. Wichtig ist aber hier jetzt auch noch, hier steht es nochmal, don't forget to verify your ISO. Was soll man hier also tun? Naja, es könnte ja passiert sein, dass jemand den Server gehackt hat und hat einfach eine schädliche ISO-Datei dahingelegt. Also quasi Installationsdateien für das Betriebssystem, in denen schon ein Virus ist. Bei Linux Mint ist das tatsächlich auch genauso schon mal passiert. Die Empfehlung ist jetzt, das Ganze zu prüfen. Und zwar, ich bin immer erschüttert davon, weil eigentlich ist das ein sehr, sehr wichtiger Prozess, das zu tun. Trotz allem ist der gerade auf Windows so kompliziert, dass der dem normalen Nutzer kaum zuzumuten ist. Als erstes musste ich mir einmal GPG für Windows installieren. Soweit ich weiß, ist GPG nicht vorinstalliert, man muss es also extra installieren. Hier siehst du die Installationsdatei dazu. Ich habe das jetzt schon vorinstalliert, das zeige ich jetzt hier nicht separat in diesem Video. Was man dann machen muss, ist, diese beiden Dateien hier runterzuladen. Diese 256-SUM-Datei und hier diese GPG-Datei. Theoretisch sollte ich jetzt erstmal das ISO prüfen. Da ich jetzt hier aber nicht auf Linux bin, kann ich diese Befehle erstmal nicht benutzen. Was ich jetzt also gemacht habe, ist ein PowerShell-Kommando zu benutzen, nämlich getFileHash, hier hinten den Algorithmus hinzuschreiben und da die ISO-Datei mitzugeben. Nun wird ein Hash berechnet, den siehst du hier, und der muss identisch sein mit dem, was in der Textdatei steht. Können wir kurz prüfen. Unsere ISO ist die hier und gegen die müssen wir jetzt hier diesen Hash vergleichen und das sieht gut aus, also der ist identisch. Dieser Hash ist ein Fingerabdruck der ISO-Datei. Wenn dieser also mit dem Hash in der Textdatei übereinstimmt, sind wir schon mal auf dem richtigen Pfad. Wer sagt mir denn aber jetzt, dass nicht mit dieser Textdatei auch rumgespielt wurde? Tja, dafür muss ich jetzt die GPG-Keys vergleichen. So, das habe ich auch gemacht und zwar hatte ich ja schon GPG für Windows heruntergeladen und hier muss ich nun im Verzeichnis stehen, also ich stehe hier im Download-Verzeichnis. Ich kann es ja nochmal aufmachen, da habe ich jetzt also diese Checksum-Datei drin, die ISO-Datei und die GPG-Datei. Die kann ich jetzt auch mal hier im Texteditor aufmachen. Ich will die jetzt schon mit Cleopatra aufmachen, ich würde die aber mal hier damit aufmachen. Das ist einfach die PGP-Signatur. Jetzt muss ich zwei Befehle ausführen. Hier oben muss ich mir einen Key herunterladen und dann muss ich diese Datei prüfen. Warum finde ich das jetzt kompliziert? Die GPG-Befehle siehst du ja hier, aber was sagt das jetzt aus? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das die wichtige Meldung. Korrekte Signatur von Linux Mint. Trotzdem bekomme ich dann so eine Warnung, dieser Schlüssel trägt keine vertrauenswürdige Signatur. Im Grunde steht das hier auch so. Unless you trusted this signature in the past or a signature which trusted it, GPG should warn you that the signature is not trusted. This is expected and perfectly normal. Katastrophe für den Endnutzer, finde ich. Ich kriege also einmal irgendeine Meldung, die Signatur ist korrekt, dann kriege ich noch eine Warnung. Ich persönlich bin kein Krypto-Experte und kann das jetzt nicht einschätzen. Wahrscheinlich ist das Ganze okay so, aber ein richtig gutes Gefühl kommt da bei mir nicht auf. Ich kann also jeden verstehen, der diese Signaturprüfung überspringt.
Was man halt recht leicht machen kann, ist zumindest einfach mal die Checksummen zu vergleichen. Das geht hier mit Windows Bordmitteln. Wenn man jetzt hier die Signatur prüfen will, dann geht es halt Richtung GPG und man muss zumindest auf Windows Zusatzsoftware installieren. Startest du die Installation jetzt natürlich von Linux, kannst du halt ja, diesen Befehlen einfach folgen. Das ist ein Stück einfacher. Trotzdem finde ich diese Ausgabe maximal unglücklich. Genau wie im letzten Video würde ich zur Vorbereitung für den USB-Stick wieder Etcher benutzen. Das ist ein Tool, mit dem ich einfach den USB-Stick flashen kann und dann kann ich den in den PC stecken und damit hochfahren. Dazu klicke ich hier einfach einen weiteren Flashen. Ich ändere mal die ISO-Datei, sage hier Flash from File, nehme Linux Mint. Mein Target ist wieder mein USB-Stick, sage hier Select und jetzt einfach auf Flash klicken. Und jetzt einfach abwarten. So, der Etcher sagt mir jetzt, alles in Ordnung, der Flash war erfolgreich. Wir sehen uns jetzt gleich wieder am PC und werden mit dem USB-Stick hochfahren und Linux Mint dann installieren. Am PC angekommen, stecke ich den soeben vorbereiteten USB-Stick in meinen Laptop. Der PC wird mit der Power-Taste gestartet. Bei meinem Modell ist es nun so, dass ich mit der F12-Taste in das Bootmenü komme. Das heißt, während des Hochfahrens drücke ich mehrmals die F12-Taste. Wie das bei deinem Gerät funktioniert, schaust du am besten im Handbuch nach. Wenn es nicht die F12-Taste ist, ist es meistens die F2- oder Entfernen-Taste. Zumindest kommst du damit ins BIOS und dort kannst du dann die Bootreihenfolge ändern. Durch das Hämmern der F12-Taste habe ich es hier ins Bootmenü geschafft. Der erste Eintrag ist meine Festplatte, die im Laptop verbaut ist. Auf die möchte ich ja nun Linux Mint tatsächlich installieren. Ich muss also einen der beiden unteren Einträge auswählen. Bei mir war der zweite der richtige. Nun kommt der Startbildschirm von Linux Mint. Hier wähle ich einfach Start Linux Mint oder warte einfach ab, bis der PC automatisch damit hochfährt. Sobald der PC hochgefahren ist, sehe ich hier die Option Install Linux Mint. Das ist genau das, was ich machen will, deshalb klicke ich einfach doppelt auf dieses Icon. Im Installationswizard wähle ich nun sowohl für die Sprache als auch für die Tastatur Deutsch aus und erlaube die Installation der Multimedia-Codecs. Bei der Installationsart muss man jetzt aufpassen. Da hatte ich ja schon so ein bisschen das Problem mit PureOS, dass das mit der Festplattenverschlüsselung etwas versteckt ist. Ich hatte in Erinnerung, dass bei älteren Versionen von Linux Mint die Frage eigentlich direkt kommt nach der Festplattenverschlüsselung. Leider ist das hier nicht mehr der Fall. Ich muss also jetzt aktiv eine Einstellung ändern. Das finde ich schade, aber okay, wenn man weiß, wo man klicken muss, kriegt man das auch hin. Ich wähle jetzt also aus, Festplatte löschen und Linux Mint installieren. Dann muss ich darunter auf die erweiterten Funktionen gehen und LVM bei der neuen Linux Mint Installation verwenden anklicken. Darunter jetzt nochmal die Festplattenverschlüsselung anklicken. Das mit OK bestätigen und im nächsten Schritt werden wir dann gefragt, welches Passwort wir gerne hätten. Ich bin etwas paranoid und bei jedes Mal, wenn ich jetzt in diesem Video ein Passwort eingebe, ist die Kamera aus. Wenn ich also das Passwort jetzt eingegeben habe und auf Jetzt installieren klicke, bekomme ich nochmal einen Dialog, der mir anzeigt, wie genau Mint installiert wird bzw. wie die Partitionen aufgeteilt werden. Das bestätige ich jetzt einfach mit Weiter und wähle meine Zeitzone aus. Berlin ist hier die richtige Zeitzone, also auch das einfach bestätigen. Im nächsten Schritt gebe ich meinen Namen an, also meinen Benutzernamen für den PC und mein Passwort. Hier kann ich jetzt nochmal zusätzlich den persönlichen Ordner verschlüsseln. Prinzip doppelt hält besser, hake ich also auch nochmal an. Jetzt heißt es im Grunde nur noch warten, bis die Installation abgeschlossen ist. Wir werden nach Abschluss der Installation aufgefordert, den PC einmal neu zu starten. Das mache ich jetzt natürlich. Das Entfernen des USB-Sticks bestätige ich einmal mit Enter und danach fährt der PC dann im neuen Linux Mint hoch. Bin jetzt also in meiner Desktop-Umgebung mit Cinnamon gelandet. Nicht erschrecken, das Terminal ist offen. Ich würde jetzt empfehlen, einfach mal ein apt-get-update und apt-get-upgrade-y abzusetzen. Das stellt sicher, dass einfach die Software auf dem neuen Stand gehalten wird. In meinem Fall habe ich das jetzt schon gemacht, deshalb ist hier jetzt nichts Spannendes mehr zu sehen. Das geht auch über die grafische Oberfläche, ich mache es halt immer so. Was gibt es sonst noch Spannendes beim ersten Hochfahren zu entdecken?
Naja, ich habe das Gerät ja mit einem Ethernet-Kabel verbunden und da ist die Treiberunterstützung meistens ziemlich gut von den Ethernet-Adaptern. Bei den WLAN-Adaptern kann es schlechter aussehen, aber in meinem Fall ist sowohl Bluetooth als auch WLAN erfolgreich erkannt worden, also da gibt es jetzt auch erstmal bei mir nichts mehr zu tun. Um jetzt möglichst viele andere auch davon zu überzeugen, dass der Umstieg auf Linux Mint von Windows kommend gar nicht so schwer ist, würde ich meine ersten Schritte jetzt hier in weiteren Videos veröffentlichen. Dieses Video ist jetzt hier am Ende angelangt. Wenn du also weitere Videos sehen möchtest, wie ich hier vorankomme mit meinem Umstieg auf Linux Mint und auf welche Probleme ich vielleicht auch noch stoße, dann bleib doch bitte dran und abonniere diesen Kanal. Das erste, was ich zum Beispiel machen werde, ist Thunderbird zu ersetzen. Das wundert vielleicht jetzt den einen oder anderen, aber Thunderbird hat ein paar Grundfunktionen nicht, die ich von jedem E-Mail-Client erwarte. Dazu aber dann mehr im entsprechenden Video. Und jetzt bleibt dir nur noch zu abonnieren.